In Kürze geht's los mit der neuen NFL-Saison. Ich habe mir deshalb die ultimative Verstärkung zur Seite geholt. Sebastian und Markus, schön seid ihr da. Wir wollen jetzt ein bisschen sprechen über diese neue Spielzeit. Markus, vielleicht zuerst mit dir. Auf was freust du dich am meisten? Mit welchen Gefühlen stehst du jetzt da kurz vor der neuen Spielzeit? Ja, ich glaube, erstmal wird eine interessante Saison. Es passiert einiges dieses Jahr wieder. Ein paar Veränderungen im Team gab es auch. Aber ganz klar, das große Highlight wird am 12. November, wenn die Patriots endlich in Frankfurt spielen. Darüber sprechen wir später dann noch ein bisschen. Sebastian, was erwartest du von den Patriots? Was wird das für eine Spielzeit? Mit welchen Zielen, denkst du, geht man in diese Saison? Hoffentlich mit einer Steigerung vom letzten Jahr. Ich glaube, zumindest von der offensiven Seite, manche würden vielleicht sagen, ein bisschen enttäuschend. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir produktiver sind in der Offense, weil dann eine starke Defense haben und Special Teams sowieso. Ja, generell, wie gesagt, in der AFC East, wie Markus schon angesprochen hat, es hat sich viel verändert, viel verstärkt. Für mich eine der, vielleicht die stärkste Division. Es wird schwer, aber am Ende, deshalb lieben wir Football. Jeder kann gewinnen, alles kann passieren. Ich freue mich drauf. Bist du zufrieden mit dem, was in der Offseason gemacht wurde? Also ich spreche jetzt von Spielern, die gekommen sind, die gegangen sind. Wie schätzt du das ein? Also immer schwer zu beurteilen, weil am Ende kommt es darauf an, wie das Team abschneidet. Ich glaube, so Juju würde eine große Hilfe sein. Ich glaube einfach, dass für mich Bill O'Brien, der Offensive Coordinator, mit dem ich damals zusammengespielt habe oder er mich gecoacht hat, dass er jetzt wieder zurückgekommen ist. Ich glaube, das ist eine große Hilfe einfach für die Offense und natürlich auch für Mac Jones. Und generell bin ich wirklich sehr happy. Ich glaube, dass wir wieder eine sehr, sehr gute Defense haben werden. Und ja, ich glaube, Mac Jones seinen Groove wiederfinden wird mit den neuen Receivern und Tight Ends etc. Also von daher bin ich schon sehr zuversichtlich. Markus, gibt es vielleicht etwas, das man vielleicht verpasst hat zu machen? Irgendeinen Move, den du noch gerne gesehen hättest in der Offseason? Oder bist du zufrieden mit dem, was man jetzt hat? Ich glaube, die Patriots-Fans allgemein sagen immer so Trust in the Hoodie. Also glaube einfach mal, dass Bill Belichick alles richtig gemacht hat. Im Nachhinein kann man wahrscheinlich immer sagen, oh, da hätten wir noch ein bisschen Verstärkung gebraucht oder nicht. Ich bin mal gespannt, ob sich die Offense-Line auch wirklich verbessert hat. Wie schon gesagt, ich glaube, aufgrund, dass Bill O'Brien jetzt wieder zurückgekommen ist hierher, dass es auf jeden Fall in der Offense Verstärkung gibt. Ich glaube, die Defense ist ja eigentlich schon relativ gut. Ich glaube, dass Judon jetzt nochmal einen neuen Vertrag bekommen hat, ist wirklich super. Also ich bin einfach allgemein gespannt, wie sich das Team so zusammenfindet. Und das sehen wir ja auch schon gleich in der Preseason. Markus hat es vorhin gesagt, das Spiel in Deutschland ist natürlich das absolute Highlight für uns alle in der kommenden Spielzeit. Wie präsent ist das schon bei dir, Sebastian? Ist das schon was, wo du täglich fast darüber nachdenkst? Täglich vielleicht noch nicht, aber es rückt quasi immer näher und die Vorbereitungen, ob es im Fernsehen ist, ob es mit anderen Events ist, stehen natürlich schon an. Das ist eine riesen Planung, die dahinter steht. Wir haben es letztes Jahr in München halt gesehen, wie groß dieses Spiel eben sein kann und wird. Und in Frankfurt erwarten wir, glaube ich, ja noch mehr. Die Ticketanfragen waren ja noch mal größer als letztes Jahr und so weiter. Patriots, wahrscheinlich die größte Fangemeinde Footballs in Deutschland, wollen den Fans natürlich da auch was bieten, nicht nur auf dem Feld. Das können wir jetzt von außen relativ schwer beeinflussen, aber eben auch mit Events und Activations etc. In der Woche davor. Also ich glaube an sich, es wird ein Riesen-Event. Ich freue mich drauf. Und aber Markus und ich, wir müssen natürlich auch auf die Saison davor quasi vorbereiten. Deshalb ist es noch nicht ganz präsent, aber klar, jeden Tag hat man irgendwas damit zu tun, so ein bisschen zumindest. Du sprichst von Events, von Vorbereitungen. Du bist ja auch ziemlich stark involviert, sage ich jetzt mal, bei den Patriots, wenn es um solche Sachen geht. Kannst du schon irgendwas verraten, was es so für Sachen geben wird rund um das Spiel in Frankfurt? Oder ist das noch zu geheim? Also konkret ist es schwierig zu sagen. Auf jeden Fall, man muss ganz klar sagen, die Patriots haben eine Woche Vorlauf, sich darauf vorzubereiten, was überhaupt passieren könnte. Wir wollen natürlich, dass wir alle Football-Fans, die, sage ich mal, in Frankfurt sind, doch vom Spiel davor, wir haben ja das Glück, dass zwei Spiele hintereinander stattfinden. Vielleicht bleiben noch ein paar Football-Fans nach dem Kansas City Chiefs-Spiel in Frankfurt. Und da machen wir auf jeden Fall verschiedene Aktivierungen. Also die eine Sache ist, dass wir auf jeden Fall wieder ein Fan-Event haben werden, wo wir so was suchen, so viel wie möglich Patriots-Fans in Deutschland, auch Spieler oder Ex-Spieler nahezubringen. Dann werden wir für unsere Partner und Sponsoren, die wir haben in Deutschland oder auch in den USA, da ein Event, sage ich mal, starten. Also ich glaube, dann hat wahrscheinlich immer Robert Kraft noch für seine relativ exklusive Truppe auch noch ein Dinner oder ein Event geplant. Also es wird die ganze Woche einiges passieren. Natürlich, Sebastian ist am Start, ich werde auch wieder am Start sein. Und ja, wir waren ja gerade auch in Deutschland auch mit Patrick Chung. Vielleicht schleppen wir den auch wieder mit. Ja, genau. Der hat auf jeden Fall Lust, ihm hat es gut gefallen. Also ich glaube, die Leute in Deutschland können sich auf jeden Fall darauf freuen, was wir alles geplant haben für die Woche. Das hört sich doch toll an. Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart und eine erfolgreiche Spielzeit euch auch. Danke. Danke dir.